Damit sage ich herzlich willkommen direkt zu einer neuen Folge von Biomutant. Wir machen weiter. So langsam hast du es raus. Am schnellsten geht es durch das Dach raus, wo sie reingekommen sind. Das Seil sollte dir genug Halt bieten. Ach nee. Oh, endlich an der Erdoberfläche, ey. Wisse, dass der Baum des Lebens stirbt. Seine Tage sind gezählt. Ohne Hilfe wird er den Umweltwandel und den Angriff der Weltenfresser nicht überstehen. Trophäe erhalten, das Abenteuer beginnt. Das ist auch geil. Wegweiser für alle kartografisch Überforderten. Er pinkelt einfach dran. Wegweiser. Überall auf der Welt befinden sich Wegweiser in der Nähe von interessanten Orten. Du schaltest einen Wegweiser frei, indem du mit ihm interagierst. Schnellreise. Wähle einen freigeschalteten Wegweiser auf der Karte aus, um schnell dorthin zu reisen. Drücke Touchpad für die Karte. Das muss der Weltenfresser sein, der Stein als Bein abgebissen hat. Wenn du den erledigen willst, musst du dir was einfallen lassen. Sieh, jemand hat überlebt. Es ist gut zu sehen, dass es jemand geschafft hat. Er hat von den Schrecken gehört, für die die Weltenfresser bei den anderen Enklaven sorgen. Doch er hätte nie gedacht, dass sie bis hierher kommen. Aura. Dein inneres Gleichgewicht sind zwei Hälften, die ein Ganzes bilden, das alle Dinge durchzieht. Ab und an kannst du dein inneres Gleichgewicht durch Taten und Entscheidungen und Dialogen offenbaren. Aura und Dialoge. Nur wenige handeln stets nach der gleichen Maxim. Unser Ganzes bildet aber die Summe aller von uns getroffenen Entscheidungen und Handlungen. Die Balance deiner Handlung bestimmt deine Aura-Wert, welcher deine Dialogoption mit anderen Charakteren beeinflusst. Selbst wenn der Baum des Lebens den Angriff überleben sollte, sorgt er sich, dass am Ende nichts mehr übrig bleibt, was sich noch retten lässt. Ihm ist nicht klar, was für eine Verbindung du zu diesem Ort hast. Doch etwas sagt ihm, dass du deinem Herzen treu geblieben bist. Ziehpunkte. Für Interaktionen mit Gefangenen und Ziehschreinen erhältst du Ziehpunkte. Damit kannst du Ziehkräfte freischalten. Diese Kräfte können nur freigeschaltet werden, sobald du das dafür benötigte dunkle oder helle innere Gleichgewicht erlangt hast. So oder so braucht er deine Hilfe. Er sagt, man wird nach den eigenen Taten beurteilt, nicht nach den Absichten. Wir helfen ihm. Er ist dankbar dafür, dass du noch einen Funken Licht in dir zu tragen scheinst. Oh, da ist ein Funken des Lichts in dir. Zu viel. Ganz genau. Tritt den Funken aus, bevor er sich vergrößert. Und sei doch nicht so. Es ist bloß ein kleiner Funken. Lösche ihn, solange er noch klein ist. Es gibt immer einen anderen Funken. Sieb
Zielpunkte freigeschaltet. Zielpunkte. Du hast einen Zielpunkt erhalten. Verwende ihn, um Kräfte im Mutationsmenü freizuschalten. Einige Kräfte werden erfordern eine bestimmte Aura-Wertung. Du kannst mit Zielpunkten nur Kräfte freischalten, die entweder keine Farbe oder die gleiche Farbe wie deine aktuellen Aura haben. Da ist Steinalt schon wieder. Er muss etwas Wichtiges vergessen haben. Steinalt meint, dass du eine bessere Chance gegen die Weltenfresser hast, wenn dir ein Stamm zur Seite steht. Und es befinden sich zwei in der Nähe. Der Myriad-Stamm sollte eine weise Wahl sein, denn er handelt nach einem Ehrenkodex und zum Wohle aller. Wen du auch wählst, es wird nicht leicht sein, denn der Konflikt zwischen den Stämmen spitzt sich zu. Sie stehen am Rande eines Krieges. Seit sich die Giganten aus den Tiefen des Nasses erhoben haben, wollten die Myriad um jeden Preis die Weltenfresser aufhalten. Es erscheint logisch, sich auf die Seite der Myriad zu stellen, um eine zersplitterte Welt zu vereinen. Aber wäre es auch richtig? Eins ist jedoch sicher, das Schicksal kommt, so oder so. Der Yagni-Stamm verfolgt immer nur ein Ziel, die Welt durch Auslöschung der Schwachen ins Gleichgewicht zu bringen. Sie glauben, um die Welt zu erneuern, muss sie gesäubert werden. Darum lassen sie zu, dass die Weltenfresser den Baum des Lebens zu Fall bringen. Sich mit den Yagni zu verbünden, ist jedoch keine gänzlich schlechte Sache. Das Schicksal findet einen Weg. Steinalt sagt, jemand muss die Pattsituation aufheben, um das Gleichgewicht der Kräfte zugunsten der Yagni oder der Myriad zu verschieben. Er glaubt, der Stammes-Sifu wird dir zuhören. Du solltest zumindest einem von ihnen einen Besuch abstatten, vornehmlich den Myriad. Falls du nicht mehr weißt, was du tun sollst, wartet Steinalt am Fuß des Baums des Lebens auf dich. Questverfolgung. Deine aktuellen und begonnenen Quests werden im Tagebuch angezeigt. In Klammern, schau dafür ins obere Menü. Du kannst bestimmen, welche Quest verfolgt werden soll. Öffne dazu den Tagebuchreiter und wähle eine andere Quest. Im Tagebuch findest du Informationen zu deinen Quests sowie alle bisherigen Tutorials und Dialoge. Genau. Ich würde sagen, wir machen da ganz normal weiter. Und gehen halt. Eine weitere Weggabelung. Entweder der Tunnel oder die Motorbrücke. Wie entscheidest du dich? Ich mag eigentlich nicht schon wieder durch Höhlen. Aber ich würde sagen, wir gehen rechts. Es ist ungewöhnlich, dass natürliche Tunnel wie dieser hier noch existieren. Die meisten wurden überschwemmt. Ja, und wie gesagt, wir werden zu den Myriad gehen, weil die wollen ja die Weltenfresse aufhalten. Jawohl. Natürlich helfen wir denen dann auch, ne? Vor dem Stammeskrieg war das hier eine schöne Gegend. Und jetzt schau dich um. Ein Kriegsgebiet.
Ja, aber sowas von. Ja, genau hier. Da gibt es so eine einzelnen Dinger drin. Ne? Ähnliches wie Einbuchtungen. Ja, da ist er. Und da gibt es hin und wieder Kisten. Und ein Heilpaket haben wir auch gefunden. Cool. Das ist die Festung des Myriad-Stamms. Werden sie Freund oder Feind sein? Du solltest da hochgehen. Dann wirst du es wissen. Einmal bitte markieren. Mal sehen. Mal sehen. Warte mal. Ah, okay, der rechte Analogstick ist es. Ja, das wird zwar dann wieder eine längere Folge, aber das ist ja nicht. Ein Trampelpfad führt zu diesem Tor. Wenn du hinein willst, solltest du dich ordentlich präsentieren. Sagt, sie sind im Krieg und misstrauisch Fremden gegenüber. Ich brauche ein paar Minuten mit dem Sifu. Warnt dich, dass der Sifu heute ein wenig ungeduldig sein könnte, da es schlechte Nachrichten von der Front gibt. Der Myriad-Stamm handelt nach einem Ehrenkodex und zum Wohle aller. Sie glauben, nur wenn die Stämme vereint werden, wird der Frieden wiederhergestellt. Der Sifu ist überzeugt, dass die Welt nur dann besser wird, wenn die Weltenfresser besiegt werden und der Baum des Lebens gerettet wird. Er heißt dich in der Myriad-Festung willkommen und stellt sich als Sifu des Stammes vor. Doch er hat gehofft, dass du kommen würdest. Die Kunde einer gerechten Kämpferseele auf einem Kreuzzug, die den großen Wall durch den Spalt in Bunker 101 durchquert hat, ist dir vorausgeeilt. Der große Wall? Der Wall trennt ihr Land von der Andersseite, dem Ödland, aus dem du kommst. Er schätzt, deine Zeit dort hat eine Leere in deinem Gedächtnis hinterlassen, die so trist und karg wie das Ödland selbst ist. Deine Wesensart entfacht Erinnerungen daran, wie du als Kindling warst. Er kann noch immer deine Gutherzigkeit spüren. Der Sifu sagt, dass manchmal eine Erinnerung eine andere erweckt. Und er hat ewig nicht mehr an deine Mamu gedacht, auch wenn sie ihm viel beigebracht hat. Er war einer ihrer ersten Wung-Fu-Schüler. Deine Mamu hat Wung-Fu erfunden. Ursprünglich umfasste es den unbewaffneten Kampf sowie die sechs Waffen. Den Bumerang, den Shuriken, den Bogen, den Stab, das Nunchaku und den Kettenhaken. Die Myriad wollen für Einheit zwischen den Stämmen sorgen. Sie handeln nach einem Ehrenkodex und zum Wohle aller. Wenn du an das Gute in allen glaubst, gibt es noch Hoffnung auf ein Morgen. Dann wirst du die Stämme vereinen und die Weltenfresser besiegen, um den Baum des Lebens zu retten. Wenn wir jetzt auf Ich schließe mich dem Myriad-Stamm draufgehen. Standpunkt B. Mit Myriad verbünden. Sie wollen die Stämme vereinen, die Weltenfresser besiegen und den Baum des Lebens retten. Warnung. Dadurch wird die Rettung des Baumes des Lebens zum Endziel des Spiels. Besiegte gegnerische Sifus können nur vereint oder unterworfen werden. Er hatte gehofft, dass du dich ihnen anschließt. Es wird dir nicht schaden, anderen zu helfen.
Der Sifu hat darauf gewartet, dass etwas das Gleichgewicht zu ihren Gunsten verschiebt. Mit dir an ihrer Seite schöpft er Zuversicht, dass ihr die anderen Stämme vereinen könnt. Zuerst solltest du den Yagni-Stamm unterwerfen. Ihrer Sippe bleibt keine andere Möglichkeit mehr. Sie wurden in die Ecke gedrängt. Selbst diejenigen, die sich Frieden wünschen, wurden zum Krieg gezwungen. Du musst den gegnerischen Außenposten erobern und den Stamm so sehr schwächen, dass du den gegnerischen Sifu herausfordern kannst. Ihr habt beide ein sanftes Wesen, also soll es auch ein sanfter Krieg werden. Ein Krieg, der nicht nur trennt, sondern auch verbindet. Sagt, du sollst dich nicht fürchten. Dein Schicksal kann dir keiner nehmen. Erobere den gegnerischen Außenposten, dann darfst du die Stammeswaffe führen. Sobald du dich um die gegnerischen Außenposten gekümmert hast, forderst du ihren Sifu heraus, damit du die Stämme vereinen kannst und sie wieder gemeinsam das Land teilen. Dein Anblick bringt Erinnerungen an das alte Dorf zurück. Er kann sich an deine Gutherzigkeit erinnern. Er spürt den Willen, Gutes zu tun, immer noch in dir. Doch Erinnerungen an die eigene Familie sind stark und manchmal erwachen sie zum Leben. Vielleicht solltest du auf dem Weg zum gegnerischen Außenposten dem alten Dorf einen Besuch abstatten. Ein Bündnis, sehr schön. Ich glaube, es gab hier noch überall versteckte Kisten. Waffenhändler. Bittet dich, einen Blick auf die Waren zu werfen. Bestimmt findest du, was du suchst. Meint, du sollst es locker nehmen. Wenn du dich hetzt, wirst du kein gutes Geschäft machen. Ah, Händlerorten. Händler sind auf bestimmte Waren spezialisiert. Nahkampf- oder Fernkampfwaffen, Teile, Ausrüstungsteile, Kleidung oder Reittiere. Stimmen bei Händlern ist eine gute Möglichkeit, bessere Teile für deine Ausrüstung zu finden. Fehlt dir ein bestimmter Teil für eine Waffe, schadet es nie, bei einem Händler vorbeizuschauen. Jetzt habe ich ein bisschen zu schnell geskippt. Du kannst Gegenstände bei Händlern verkaufen. Gehe dazu in den Verkauf, Reiter im Menü. Mach dir da rum aber nicht so viele Gedanken, aber du wirst bei deinen Erkundungen Gegenstände in Grün finden. Also Fernkampfwaffen, Munition und Fernkampfteile hat er bloß. Genau. Ja, hier ist noch eine Kiste. Ja, dann würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge dann hier weiter. Jetzt geht es schon mal vors Tor. Vorne an den Dings. An den Mast. Mal sehen. Und da würde ich sagen, machen wir dann in der nächsten Folge hier weiter. Dann bedanke ich mich recht herzlich, dass ihr eingeschaltet habt und sage bis zum nächsten Mal. Bye bye, Mutant, und dann geht es an der Stelle weiter. Bleibt dran, bleibt gespannt. Bis dahin sage ich ciao, ciao und bis dann.